Küchenchef Sebastian Obendorfer und sein Team bei der Arbeit. Gegen 15 Uhr ist schon alles für den Abend vorbereitet. Ab 18 Uhr kommen die Gäste, die ein Menü erwarten. Ein besonderes Menü, das man bei 2 Michelin-Sternen erwarten kann. Im Obendorfers Eisvogel bei Neuenburg vom Wald bekocht der Küchenchef seine Gäste von Dienstag bis Samstag. In Bayern gibt es insgesamt nur 14 Restaurants mit 2 Michelin-Sternen. Der Küchenchef verteidigte die Sterne, die sein Vater erkochte, bereits zum 2. Mal alleine. Obwohl, alleine vielleicht nicht ganz. Also meist logisch ist man stolz drauf, keine Frage. Aber man muss auch ganz wichtig sagen, es ist ein Teamgedanke dahinter. Und es ist eine Teamleistung. Und deswegen bin ich meinem ganzen Team auch jedes Jahr dankbar, weil alleine gewinnt man auch kein Fußballspiel. Ein Michelin-Stern wird immer für ein Jahr vergeben. Anonyme Tester besuchen das Restaurant mehrmals. Wichtig ist, dass die Qualität der Gerichte bei jedem Mal gleich gut ist. Andere Faktoren wie Ausstattung oder Service spielen dabei keine Rolle. Es zählt nur das, was auf den Teller kommt. Das sind im Übrigen sage und schreibe 13 Gänge, in dementsprechend kleinen Portionen. Aber er habe sogar schon einen Bodybuilder satt gebracht, scherzt der Küchenchef. Bei der jährlichen Michelin-Gala zeigt sich dann, ob es wieder für einen oder in dem Fall 2 Sterne gereicht hat. Zu halten ist immer schwierig, weil man wird ja jedes Jahr neu ausgezeichnet. Ja? Und ich glaube, man muss einfach immer innovativ sein, muss immer Qualität an den Tag legen. Und dann geht es schon gut weiter. Und ich glaube halt einfach, es ist auch für uns immer noch was Besonderes, den jedes Jahr wieder neu zu bestätigen. Ja? Der Guide Michelin ist also der Restaurantführer. Gewisse Anforderungen wie beim Sternesystem in Hotels gibt es da übrigens nicht. Es gibt also keine Vorgabe, welche Art von Gerichten zum Beispiel gekocht werden müssen. Vor allem sei es wichtig, einen eigenen Küchenstil zu fahren, so Küchenchef Obendorfer. Der Michelin-Stern ist die bedeutendste Auszeichnung in der Gourmet-Szene. Michelin ist für uns natürlich mit am wichtigsten, weil er diese ganze Gourmet-Szene ganz stark geprägt hat und natürlich auch das Alteingesessenste ist und da die meiste Ehrfurcht davor herrscht, keine Frage. Im Eisvogel gibt es aber noch eine weitere Besonderheit. Küchenchef Sebastian Obendorfer kennt kein anderes Restaurant in Deutschland, bei dem die Sterne vom Vater auf den Sohn übertragen wurden. Und wie der Guide Michelin so schön formuliert, ein Stern ist einen Stopp wert, 2 Sterne einen Umweg.